Servus Leute und ein herzliches Willkommen zum großen Finale von The Legend of Zelda. Und wir haben unser erstes halbe Herz verloren. Das ist Lippi. Jetzt müssen wir erstmal eine halbe Weltreise machen, um zu dem letzten Dungeon zu kommen. Aber auch diese Gefahren werden wir richten. Wir müssen sowohl Dungeon 6 und 7 waren. Auch zum Friedhof müssen wir in die Richtung. Also ihr wisst, wir haben auf jeden Fall einiges vor, müssen komplett nach links, komplett. Das volle Paket, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Oh, und ich... Level 9, das wird der verwirrendste und ekligste Dungeon ever. Und als Endboss haben wir den lieblichen Gennen. Da freue ich mich ja auch richtig. Meine Fee! Kümmert dich um meine Fee! Okay. Wir sind schon mal mehr. Das heißt, wir sind schon mal ungefähr bei der Hälfte. Halb. So, dann müssen wir mal runter. Dann müsste dann auch... ganz was. Dann müsste hier auch die liebliche Brücke sein. Wunderbar. So. Jetzt lassen wir den Zora-Heini da mal sein Zeug machen. Und immer schön geradeaus. So, wie wir es gern haben. So, jetzt müssten normalerweise auch genau die braunen Wälder kommen. Wir sind schon auf jeden Fall gut dabei. Das ist schon mal die linke Seite. So. Jetzt müssen wir mal schauen, irgendwie... Geh weg! Genau. Jetzt müssen wir auch langsam in den verlorenen Wäldern kommen. Wo war denn das? War das da unten? Oder da rechts? Ich glaube, wir müssen da runter und dann hier nach links. So, sind wir da? Richtig, okay. Jetzt erledigen wir erstmal die da. Es ist ganz effizient wichtig, dass wir die erstmal erledigen und dass die vielleicht noch ein rotes Herz droppen für mich. Bitte? Gut, Bumerang ist ausgerüstet, muss er nämlich auch erstmal... Hat er mich tatsächlich nur mal erwischt, der Drecksack? Okay. Ja, dann machen wir halt erstmal... Dann gehen wir erstmal nach links. Links, unten, links, rechts, links, unten, links, rechts, keine Ahnung. Wir machen einfach so weiter, bis es Bling macht. Irgendwie werden wir das schon irgendwie schaffen. Wieder runter. Irgendwann passiert das schon. Jetzt aber, oder? Ah, das wollte ich doch hören. So. Gib mir Herzen. Herzen. Die sind rot. So wie eure Kumpanen. Das ist ein Rubin, das ist blau. Auch nichts. Das finde ich aber enttäuschend jetzt von euch. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Herz. Ich rede nicht unbedingt Herz. Ich habe schon drei Herzen verloren. Oh je, das wird nicht gut enden. Trankcheck. Trankcheck ist auf Rot. Wunderbar. Genauso hätte ich es auch. So, jetzt müssen wir zum Friedhof. Und zwar müssen wir dann einmal nach rechts und einmal nach oben. Und dann nochmal nach rechts. Dann kommen wir wieder raus. Und dann können wir kurz guten Tag zu Level 6 und sagen, leck mich, ich gehe weiter. Hey, Level 6. Fick dich. Gut. Haben wir erledigt. Gehen wir weiter. So, da haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, falls wir noch keinen Trank hätten, hätten wir hier noch einen kaufen können. Aber wir sind gut ausgerüstet, wir sind gut dabei. So, meine lieben Freunde, es wird langsam spannend. Wir sind schon langsam auf der Zielgeraden. Wir müssen erstmal schauen. Jetzt sind wir hier. Ich habe gehört, ihr gebt mir noch ein paar Herzen. Das wäre sehr lieblich. Herz. Bumerang. Da sind wir ja schon fast wieder voll hart. So. Geh weg. Der ist down. Der ist down. Jawohl. Dann haben wir wieder volle Herzen. Gut. So, dann müsste hier irgendwo rechts dann auch eine Leiter sein, die wir dann hinaufsteigen können. Dann sind wir schon fast da. So, dann müssen wir wieder nach links. Ja, wir gehen ganz nach oben hin. So. Da warten wir mal kurz. Hey. Fick dich. Gut. Da machen wir einfach unseren Schwert ein bisschen. Hey, lass mich in Ruhe. Eine liebliche Fee, oh. Noch eine Fee? Und ich krieg wahrscheinlich keine. Doch. Du Drecksack! Meine Fee ist weg. So, und zwischen den zwei Hügeln. Oh je, okay. Da ist mir ein bisschen zu viel los. Habe ich so. Machen wir erstmal das blaue Vieh weg. Komm, komm. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. So, jetzt kümmern wir um dich. Jawohl. So, und Level 9 haben wir hier drinnen. Bombe.
So, meine lieben Freunde. Level 9. Oh, ihr hört die Musik. Ich will wieder raus. Okay, es bringt nichts. Wir müssen. Ihr hört die Musik. Ich muss jetzt mal kurz die Karte aufmachen. So, okay. Ich bin ready. Was haben wir denn hier Schönes? Kann ich bitte noch mehr von diesen Räumen haben? Das wäre sehr lieblich von euch. Und es wird dunkel, okay. Rüsten wir gleich mal unsere Kerze aus. Geister. Oh, kommt mir doch nicht mit sowas. Ich hasse die Geister. Ich hasse die. Ich wünschte, sie würden sterben. Kann ich die mit Feuer angreifen? Nein. Was haben wir denn noch? Pfeile? Au. Sind sie auch jetzt nicht unbedingt so Fans davon? Stirb! Gut, jetzt noch den letzten. Ah, diese... Hier wird halt nochmal alles geboten, was wir so haben. So, springen wir uns mal da durch. Wir verlieren dann nicht extra viel Zeit. Dankeschön. So. Oi, was haben wir denn hier Schönes? Kann man euch eigentlich... ich will mal so mit dem Zauberstab angreifen. Jawohl. Au, okay, geh weg. Gott, haben wir das auch geschafft. Dann haben wir nämlich hier überall die Möglichkeiten, einen Köder zu legen. Nee, nicht unbedingt. Spiel mit. Wir haben hier die Möglichkeit, überall noch eine Bombe zu legen. Wir wollen schon alles anschauen. Wenn wir schon da sind, dann schauen wir uns auch alles an. Auch wenn es vielleicht ein Fehler ist. Aber ich bin ready. Okay, noch mehr Geister. Ich hoffe, da ist irgendwie so ein Geisteranführer. Das wäre nämlich sehr lieblich. Stirb! Blip. Wo ist er? Komm her! Gut, habe ich dich. Und den machen wir einfach so. Da klitsche ich da irgendwie durch. Es ist mir wurscht. Ich habe echt schon die Hälfte meines Lebens verloren. Das wird auf jeden Fall gut enden. Aber ich möchte halt schauen, vielleicht gibt es hier tatsächlich was Interessantes zum Holen, wie zum Beispiel eine Bombe. Oh, ich hasse die Geister. Die sind einfach eklig. Geht weg, Big Max. Kann nicht angreifen. Und jetzt müssen wir schon den ersten Trank nehmen. Lieb dich. Heile mich. Es kann sein, dass hier irgendwas Interessantes zu holen gibt. So, den anderen Geist haben wir glücklicherweise auch gleich erwischt. So, dann haben wir den Raum auch geklärt. So, dann können wir auch hier gerade aus. Da rüsten wir... Strahle der ganze Schäße nicht. Fucking Geister. Hey, wie war's mal mit Soldaten? Okay, es sind die da. Die sind vollkommen in Ordnung, wenn man da ein bisschen ein Bild dazu hat. Und eine Bombe. Das war lieblich. Haben wir wunderschön gemeistert. So, was haben wir hier Schönes? Noch mehr Geister, oder? Was ist denn das mit dem Geister-Run? Jetzt wurde ich schon wieder von einem fucking Geist erwischt. Ich kann nicht angreifen. Stirb, Geist! Ja, jetzt kann ich wieder nicht angreifen. Leck mich! Spinnenzorn des Feuers! Geister sind auch da immun. Das ist lieblich. Stirb! Na Gott sei Dank. So. Ein Herz. Okay, Hamburg hier, auch alles weg. Jetzt lass mich da durch, bitte. Dann müsste man nicht fast jeden Raum geklärt haben. Nein. Sehe ich nicht ein. Den lassen wir einfach mal so, wie er ist. Der Raum ist lieblich. Der ist lieblich. Da passiert jetzt eigentlich nicht viel. Oh, die Uhr. Wunderbar. Ich liebe die Uhr. Die friert alle Gegner in dem Raum ein. Und ich liebe Sachen, die einfrieren. Und tot.
Und da haben wir noch einen Schlüssel, der uns überhaupt nichts mehr bringt. Weil wir im letzten Part den Lion Key gehabt haben. Aber nichtsdestotrotz, soweit haben wir jetzt alles erkundet. Können wir den ersten Abschnitt abhaken. Merkt euch das, liebe Kinder, nehmt einen Stift und macht einen Haken. So, dann gehen wir in die nächste Welt oder Abschnitt. Sagen wir Abschnitt lieber. Bumerang, weil ich mag keine Fledermäuse. So, ich hoffe, wir haben jetzt die Geisterwelt hinter uns. Und jetzt kommen die Soldatenwelt oder sowas. Oh, da habe ich nicht unbedingt Lust. Okay. Hamburger, die sind lieblich. Stirb! Komm her. Friere dich noch ein. Kommt nur her. Und droppt da vielleicht noch ein paar Herzen. Herz? Yep. Nein. Dich machen wir auch noch kaputt. Komm her. Komm her. Wir wollen eigentlich hier jetzt eigentlich nur ein Gandalf für sich. Man hat aber nur noch die Möglichkeit, zwei Items zu bekommen. Von daher. Ich denke mal, die werden wir auch irgendwie holen. Wenn die Mini komplett für ihr. So, dann nehmen wir wieder die Flamme. Was haben wir denn hier Schönes? Hüpfteufelchen. Wunderbar. Fledermäuse, geht weg. Na gut, wenigstens Herz noch bekommen. Noch ein Herz. Gut, da sind wir auf jeden Fall gut dabei. Gut, wir können uns jetzt links weiter durchsprengen. Machen wir auch. Nice. Sackgasse. Link! Geh wieder zurück! Zurück! Geh nach links, verdammte Scheiße, was ist los mit dir? Gut. So, jetzt warten wir, bis die Schwabbelviecher weg sind. Die können wir aber mit dem Bumerang angreifen. Hey, fickt euch. Und du? Du auch. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Gehen wir erstmal da hin. So, und da liebliches. Auch ein humaner Raum. Ich liebe die humanen Räume. Und, ihr wisst es doch, ich liebe diese Uhren. So. Wunderbar, du bist down und du auch. Da können wir zum Beispiel auch jetzt weiter, aber wir haben auch noch die Möglichkeit, dass wir hier weiter springen können. Uiuiui, was bist du denn? Hey, magst du Pfeil bohren? Ich komme nicht unbedingt an ihn ran. Was könnte man noch mal? Hey! Feuer? Auch nicht? Ich krieg schon raus, was du. Vielleicht magst du die Flöte ja nicht. Komm, ich spiele das Lied vom Tod. Und, was sagst du dazu? Auch nix. Und er hat mich erwischt. Was könnte man noch machen? Der Bumerang. Ich weiß nicht, ob man mit dem Bumerang was ausrichten können. Ja, auch nicht. Wir können da ganz einfach angreifen. Weg mit deinem Schutzschild, mein Freund. Kann man dich jetzt eigentlich auch so angreifen schon? Nö, man muss wahrscheinlich alle zerstören. Da kann ich die... Nee. Ich muss erstmal deine ganzen Kinder zerlegen. Ah, jetzt kann ich dich angreifen. Okay. Wieder was Neues gelernt. Okay, hier geht's nicht weiter. Warum geht's hier nicht weiter? Naja, was auch immer. Dann gehen wir halt auf. Dann gehen wir halt auf. Schauen wir erstmal, was wir hier oben lippig haben. Wow. Ganz ruhig, meine lieben Freunde, ganz ruhig. Was ist denn los mit euch? Nur nicht so schnell. Geht alle weg. Geht weg, geht weg. Das war knapper als gedacht. Es wird dunkel. So kann ich auch hell machen. Lieblich. Geh weg. Lass mich den angreifen. Noch ein Herz. Wunderbar. Herztechnisch ist jetzt momentan auch wieder gut aus. Das können wir aufmachen, weil wir so unendlich Schlüssel haben. The Ace of the Skull has secrets. Okay. Ich habe mir eh schon gedacht, das ist irgendwie so ein... Ja. So ein Skull irgendwie sein. So the Eyes of the Skull have secrets, okay. Die Augen. Okay, dann müssen wir mal wegen... aufpassen. Aha, okay. Die Roten sind, mir auf jeden Fall lieber als die Blauen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ui, Rubinchen. Nimm ich natürlich sehr gerne mit. So, lass mich mal da durch.
Was haben wir hier, Liebliches? Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber okay. Komm her. Gib mir ein Herz. Ach komm, die kann man auch so angreifen. Spürt meinen Zauberstab, meine Freunde. Geh weg. Du auch? Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. So, hier waren wir. Ja gut, hier kommen wir jetzt nicht unbedingt weit. Gott, haben wir da auch mal aufgeräumt. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Es ist effizient wichtig, dass wir hier wegen Ordnung halten. Okay, wo kommst du her, mein Freund? Ich habe gedacht, ich habe alles hier geklärt. Gut, dann gehen wir mal da runter. Fledermäuse, okay. Ah, fucking Feuer. Oh, Fünfer, lieblich. Bombe, ja, bis jetzt geht's noch. Ich bin froh, dass hier momentan keine Geister kommen. Ich mag die Geister nämlich überhaupt nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Warte mal, hier können wir nochmal. Nee. Bombe brauchen wir nicht. Den Feuerschnuller, die Kerze ist mir wurscht. Machen wir die Kerze. Ach, das sind nur die Kleinen. Hey, fick dich. Du auch. So, und da sind wir jetzt auf der anderen Seite. Hier können wir ja nichts machen. Aber das wollen wir wenigstens alles angeschaut haben. Das ist so meine Mission. Wenn ich schon zum Erkunden hier bin, dann will ich auch alles sehen. So. Jetzt geht's eigentlich nach rechts. Soweit haben wir ja alles. Genau. Dann gehen wir mal. Warte mal. Kerze, ich sehe nichts. Da können wir uns nicht durchspringen. Aber hier können wir weiter. Hey, Big Max, leck mich. So. Die Geister sind wieder da. Lieblich. Haben die mich jetzt echt erwischt? Warte mal. Oh, so ist es schön. So kann ich mich schön verstecken. Es sei denn, es kommt so ein ekliger Geist direkt auf mich zu. Jawohl. Oh, Fee. Komm her. Komm her, meine Liebe. Ja, und klitsch dich da durch, mein Freund. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, Bomben. Es wäre auch nett, wenn wir dann später auch wieder ein paar Bomben droppen könnten. So, Bom. Okay, da geht's nicht weiter. Ah, aber dafür geht's hier weiter. So, ist das jetzt schon das erste Geheimding? Oh. Geister. So, den haben wir. Kompass haben wir, okay. Den lieblichen Kompass haben wir schon mal. Gut, dann gehen wir mal. Dankeschön. Au. Okay, dann müssen wir hier dann weiter. So, was haben wir hier Schönes? Da haben wir wieder unseren kleinen lieblichen Freund. Das sind eklige Angriffe, was du da machst. Schnell, alles kaputt machen. Das ist ein ekliger Gegner. Gut. Der ist überhaupt keine Gefahr mehr. Bomben, wunderschön. Kann man da irgendwie was verschieben? Nö. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Servus, go to the next room. Okay. Wenn du das sagst, mein Freund, dann geh natürlich zu the next room. Bam. Kann mich ja auch noch durchspringen. Nope. Okay, dann gehe ich halt da rein. Gehen wir nach links. Hier kann ich was verschieben, ich spür's schon. Und unser geliebten Geist ist wieder da. Oh, doch mal bitte eine Uhr. Oh, eine Uhr, das wäre so lieblich. Oh, naja, wenigstens ein paar Herzen. Ich habe halt überhaupt keine Strategie, wie man mit diesen Geistern umgehen kann. Ja, wenigstens droppen sie ein bisschen was. Gut. So, ein Geheimgang. Was haben wir denn hier, Liebliches? Oh. Nächster Abschnitt. Na gut, schauen wir mal. Wollen wir mal schauen, wo wir hier gelandet sind. Okay, hier sind viele Schlösser. Naja. Humane Gegner. Jetzt muss ich auch erstmal schauen. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Ich habe keine Ahnung. So, ja, ich habe mich weiter informiert.
Oh, das ist ja so richtig eklig und langer Gang. Oh. Dankeschön. Hier sprengen wir uns einfach nur durch, weil... Leck mich. Das tue ich mir jetzt nicht an. Das ist wieder Danke, Big Max. Selber schön, wenn ihr meine Pumpen reinrennt. Oh, Herzszene sieht jetzt echt nicht gut aus. Pedro held the map. Okay. Das finde ich gut, dass es die Karte hat. Und weiter geht's. So. Dann können wir hier auch mal alles aufmachen. Was erwartet uns denn hier Liebliches? Fledermäuse. Okay, Fledermäuse ist in Ordnung. Die Kerze möchte ich nicht. Ich möchte gerne meinen Zauberstab. Geh weg. Jawohl, rennt schön mein Feuer rein. Ja. Ich habe keine Chance. Und einen lieblichen Rubin. Nice. Ein Schalüssel. Ja. Lasst ihn. Oh. Ach, zwei von euch. Ja, herztechnisch sieht es auch wieder sehr gut aus. Sehr gut vor allen Dingen. Oh. Nimm meine ganze Energie. Vor allem, wir brauchen ja die Pfeile, die wir hier bekommen. Die Errant Files. Oh, von daher. Ich weiß nicht, ob wir das auf Anhieb alles schaffen. Ich weiß es nicht. Lass mich aber gerne positiv überraschen. Ja, haben wir nichts, okay. Gehen wir hier einfach mal weiter. Noch ein Abschnitt. Heieiei. Ja, ja, Level 9. Lieblicher. Eieiei. Geht weg. Solange ich noch mit meinem Schwert was machen kann. Irgendwie gerettet. Leck mich, ich geh. Ich komm halt hier nicht raus. Achso, und hier war ich schon am Anfang. Okay. Ja, gut. Gib mir ein paar Herzen, Feen, irgendwas. Haben wir schon viel erkundet. Aber ich weiß schon so langsam habe ich so einen Überblick, wo die Secrets sind. Okay. Gehen wir hier nochmal vorbei. Oh, sie leben wieder. Leb nicht. Lass mich bloß, Mairu. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal nach oben hin. Geh weg. Warte mal, wenn ich überlege gerade. Ich bin gerade erst am Überlegen. Geh mal kurz da weg. Weil das könnte man ja eigentlich auch verschieben. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Noch ein Abschnitt, okay. Weil wir müssten doch langsam mal ein Item wenigstens bekommen, bevor ich sterbe. Bitte, liebes Spiel, gib mir ein Item. Oh. Oh Gott, Geister. Ich habe wohl eine Fee gedroppt. Au. Oh, ich hasse euch. So, warte mal. Jetzt bin ich eigentlich hier. Da kann ich mich doch durchspringen, oder? Sagt mir nicht, dass ich mich hier nicht durchspringen kann. Richtig low. So. Oh, ich kann nicht. Ich kann nicht angreifen. Fuck. Oh, ich sterb gleich. Oh, fuck, die Wand an! Ah. Stirbt! Oh, ich habe nur noch 1,5 Herzen. Fuck! Ich will hier jetzt nicht sterben. Weil hier gibt es sicherlich einen Geheimgang, weil das haben wir schon im Level 5 oder so gehabt, dass wir, glaube ich, den Stein verschieben können. Oh Gott, ey, Leute. Dieser Dungeon, ich habe jetzt 1,5 Herzen noch. Da haben wir wenigstens The Arrows. Wenn ich jetzt... Gut, dass du hier eine Bombe legst, Final. Gut, dass du hier eine Bombe legst. Wenigstens haben wir das Item. Auch wenn wir jetzt sterben sollten, wir haben schon mal die Arrow Files. Oder Lichtpfeile oder was auch immer. Oder Magic Files, ist mir wurscht. Ich will hier einfach nur noch weg.
Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben schon mal die Pfeile. Und das war jetzt wahrscheinlich das Auge, oder? Vom toten Kopf. Wie auch immer. So, jetzt kommen wir hier wieder raus. Jetzt kommen wir auch wieder zurück. Und jetzt können wir glücklich sterben. Fledermaus, lasst mich mal Ruhe. Ja, vielleicht haben wir ja noch die Möglichkeit, dass wir noch ein bisschen was droppen. Es wäre halt nice, wenn hier irgendwie noch ein Shop oder so wäre, wo ich irgendwas einkaufen könnte. Aber das wäre wegen zu viel des Guten. Na, vielleicht wenigstens noch, dass ich den Abschnitt irgendwie schaffe. Ein paar Herzen vielleicht, bitte? Liebes Spiel? Feen? Herzen? Gut, gehen wir halt mal dahin. Wenn schon der Eingang sich öffnet, dann wollen wir da auch rein. Das wird dunkel. Ja, mit der Flöte kommen wir jetzt nicht unbedingt weit. Magic Stick. Okay, normale Viecher, Gott sei Dank. Ich bin über jeden Raum dankbar, wo solche Schleimviecher da sind. Vor allem die droppen auch viel. Und ein Herz, lieblich. Link, geh durch die Tür bitte, mein Freund. Warte mal, hier kann ich mich doch sicherlich verstecken. Ohne Fee, lieblich. So, jetzt müssen wir noch auf den anderen Geist warten irgendwie. Ich muss aber ein bisschen eine gute Position erreichen. Ja, ich glitsche euch noch weiter durch, meine Freunde. Kommt. Gut, machen wir dich erstmal kaputt. So, jetzt haben wir erstmal unsere Ruhe. So, was ist mit dir jetzt? Gut, haben wir das auch geschafft. 3,5 Herzen. Boss, oder? Geister. Gut, haben wir geschafft. Oh oh. Gut. Ich denke mal, hier werden wir sterben. Game over. So, kommt you! Aber bevor ich jetzt da wieder reingehe, holen wir uns den Trank. Von daher einen kurzen Cut. So, Leute. Hier werden wir mal wieder. Oh je. Yeah. Gut. Let's go, würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir mal die Karte anschauen. Eieiei, es ist auf jeden Fall. Gut, da ist nichts. Renn bitte ins Feuer rein, mein Freund. Am besten gehst gleich einfach die Leiter. Gehst einfach gleich die Treppe runter. Da ist der Eingang. Ja. Geister, leckt mich. Geh mal einfach da durch. Okay, ich komme noch nicht durch. Aber vielleicht droppen die ja was Schönes. Herz? Tatsächlich? Nice. Und 5 Rubine. Ihr habt ja wahrscheinlich schon gesehen, ich habe wieder meinen Trank aufgefrischt und ich habe volle Herzen. Noch. Die Betonung liegt auf noch. Weil ich traue den ganzen Frieden nicht. So, Fledermaus, geh weg. Mit dir will ich überhaupt nicht streiten. Geh einfach weg. So, jetzt sind wir hier, okay? Da, Feuer. Feuer ist heiß, meine Freunde. Gott. Dann müssen wir wieder, ich glaube, nach rechts, genau, dass wir dann wieder weiterkommen. Und dann den nächsten Geheimgang freischalten. Da, wo die Geister mich getötet haben, da will ich auf jeden Fall wieder hin. Okay. Da bin ich. Ich glaube, es war ja so, ich muss jetzt nach rechts, nach oben, nach links wieder. Zu dem alten Mann müssen wir jetzt kommen. So, hey! Da ist eine Tür. Man geht durch die Tür und ich sage, yo, hab ich eigentlich vor? Dankeschön. Genau, hier war's doch. Oh, bitte keine Gegner. Oh. Oh. Ich habe mein Schwert schon wieder verloren. Verdammte Kackviecher! So, jetzt betätigen wir hier wieder. So, da haben wir die Leiter. Dann kommen wir jetzt in den Abschnitt, wo ich dann gerade eben war. Gib weg! Feuer! Okay, ich gehe da einfach mal, ne? Herzen! Ruhe! Herzen! Irgendwas! Ein paar Rubine! So! Bin ich normalerweise da, wo ich vorhin war. Runter nichts.
wir müssen da hin. Da müssen jetzt nochmal die Flachfledermäuse waren, okay? Ja, da sind wieder diese Würmer. Ich renn schon wieder ins Feuer. Das ist lieblich. So, jetzt müssen wir hoch. Einfach hoch! Einfach geradeaus. So. Oh je. Hat er jetzt mein Schild gefressen? Ja, jetzt habe ich nur noch ein kleines Schild. Ja, fucking hab. Darum hasse ich die. Die fressen meinen großen Schild auf. Na ja, komm, wir lassen den nochmal. Wir können ja auch hier weitergehen. Okay. Einen kleinen Überblick. So. Oh, die Bestie, man hört sie. Cannon! Fick dich, wir kriegen dich. Und schnell! Lieblich, lieblicher Raum. Da lebt aber eine Bombe. Oh, tschüss. Ich geh da mal, wa? Geht weg. Baldi, die lässt sich halt alle zurückschlagen. Na, wenigstens das Herz bekommen. So, dann können wir hier wieder was verschieben. Schön. Hm. Oh, wieder ein Abschnitt. Okay. Es gibt hier aber noch ein Item. Das hätte ich auch sehr gerne. Das ist dann... da habe ich dann... Was ist denn das? Der rote Ring oder so? Ah. Will nicht sterben. Gut, der ist down. Trank, 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 Trank. Ich bin eben Geist. Das ist lieblich. Jawohl, füll meine Herzen auf. So. Und jetzt geh weg. Lass mir mal Ruhe. Gut. Dann haben wir die Möglichkeit, weiter zu sprengen. Hier. Ah. Gut platzierte Bombe, Link. Muss ich dir schon zugeben? Hier ist nichts, okay. Dann. Eventuell hier. Auch nicht. Hier muss irgendwas sein. Was ist denn los? Kann er nicht. Hier ist was. Das. War auch ein bisschen knapp, als ich es eigentlich hätte. So, Big Max, okay. Gut, momentan brauche ich keine Herzen. Aber ich muss hier alles klären, damit ich den Stein verschieben kann. Gott. Und die den 5 hätte ich doch schon gern. Falls wir vielleicht noch einen Trank kaufen sollten, bräuchten. Schon wieder ein Abschnitt. Also langsam finde ich mich verarscht. Was ist denn los hier? Geh weg. Ich blicke überhaupt nichts mehr durch, wo ich gerade bin. Ich bin jetzt bei Gen. Ist es jetzt der Gen-Ding? Okay, Leute, wir machen Gen. Dann scheiße ich jetzt mal auf den goldenen, auf den roten Armreifen und beenden dieses Let's Play jetzt langsam. Gendorf, fick dich, mein Freund. Du wirst sterben. Gut. Gut. So, Leute, Gendorf. Oder? Ja, ich habe das Triforce. Irgendwie. Ich möchte aber gerne was sehen. So, Leute, Gendorf. Wie funktioniert das? Wir stechen einfach irgendwo blind drauf. Gut. Fucking Gendorf. Geh weg. Irgendwie. Gut. Wieder. Komm nur her! Trau dich! Oh, jetzt wird er braun. Jetzt können wir mit unseren Pfeilen ihn attackieren. Denke ich. Ha, Trottel! Und damit haben wir das Triforce der Macht. Und meine lieben Freunde, wir haben jetzt endlich die Prinzessin Zelda! Ich will raus! Ich will raus! Okay, ich musste. Thanks, Link. You're the hero of Hyrule. Da
da. Bling. Finally, peace returns to Hyrule. The end. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch eigenermaßen ein bisschen gefallen, The Legend of Zelda. Und das war's mit diesem lieblichen Part. Ich verabschiede mich schon mal, ich lasse die Credits mal ablaufen und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Haut rein, euer Final.